So, und damit willkommen zurück zum Stream. Meine Cam geht an und ich begrüße euch. Also, ich starte hier mit der Karte mal, denn ich habe vor, zuerst zu dem Mika zu gehen. Da also quasi die Hauptstory jetzt erstmal weiterzumachen, weil auf dem Foto sieht man schon, da geht es ordentlich ab. Wahrscheinlich generell mit Mika. Also, ich vergleiche ihn ja immer gerne mit Trevor von GTA. Ja, und dann mache ich mal hier den hier, dann das Fragezeichen, dann gehe ich hier vom die Geldeintreibermission von dem, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, Strauß, so hieß er. So. Ja, und dann ist mir aufgefallen, hier gesucht, tot oder lebendig. Ich vermute mal, dass wir später von einem Kopfgeldjäger gefangen genommen werden oder mit denen Probleme kriegen werden. Also könnte ich mir jetzt so vorstellen. Ja, was liegt da hinten im Lager? Guck ich mal gerade. Nee, rasieren tue ich mich nicht. Ich glaube, da bin ich auch falsch gelaufen. Muss ich hier so rein? Ich glaube, das ist Waffenöl. Eine Süßigkeit. Aber ich habe genug davon. Ach, Promenade gibt's. Promenade. Ja, Promenade schmier ich mir direkt mal rein. Ne? So. Schön Gel drup und fertig. Dann gehe ich mal zum Pferdchen und reite zum Mika. Ist das schön heute, ne? Ein wunderbares Stream. Was geht da mit ihm ab? Ist er besoffen? Pearson, was geht ab? Dem scheint auch nicht It's ganz. over, Mr. Morgan. Ja, ehrlich? It's all over. It's over. Es ist vorbei. Perhaps not, Mr. Pearson. Genau, vielleicht nicht. Aber der hat auch gehustet, ne? Arthur hatte ja. Angeblich hatte ja Tuberkulose oder was war das, ne? Was ist denn das? Guck mal auf der Karte. Ist gerade aufgetaucht, gerade gespawnt. Ein Brief. Der Strom. Treuer Liebe, Teil 4. Ach, den nehme ich mir mal mit. Ach komm, jetzt reite doch. So, den nehme ich mir mit. Lese ich mir mal gerade. Das ist wahrscheinlich hier Arthur. Arthurs Freundin oder ehemalige Freundin, die haben ja irgend so was gehabt und die hat uns ja im ersten Kapitel schon darum gebeten, ihr zu helfen. Da habe ich abgesagt. Habe ich gesagt, da komm, er kann es vergessen. Macht dein Ding alleine, dachte ich damals. Im zweiten Teil in St. Denis oder St. Denis, so wie ich immer gerne sage, da habe ich ihr denn mal geholfen. Ja, und jetzt kommt der Brief und mal schauen, was er so hat, ne? Untersuchen Brief. Dear sir, you were once very kind to Beau and myself, and it pains me to ask you to show us further kindness. But I have nowhere else to turn and nobody else upon whom I can impose. I will, of course, pay you handsomely for your troubles. My family have turned quite mad and are threatening to send me away to stop my work, which they say is disgracing them. As if their history of absolute moral depravity, utter debauchery, and perpetual drunkenness did not disgrace them enough. I must escape, yet I am kept prisoner here. Can you help? Most days I am to be found at the cabins on the plantation. The main house and all it stood for are thankfully no more. Yours faithfully, Penelope Braithwaite. Ich kann mich überhaupt nicht mehr an die erinnern, ne? Obwohl Penelope, also dieses Braithwaite, das sagt mir irgendwas. Braithwaite. Also der Name kommt mir auf jeden Fall bekannt vor, aber ich kann jetzt keinen Bezug dazu finden. Ich dachte im ersten Moment, das wäre die Frau, die wir hier gerettet haben, ne? Als wir das Lager gefunden haben. Also im ersten Moment, als ich den Brief gelesen habe, ne? Der erste Moment, als ich auf der Minimap diesen Brief gesehen habe,
So auf der Minimap unten dachte ich natürlich, das wäre Arthurs Bieber, aber dann. Naja. Also der zweite Moment, streng genommen. Aber warum nicht? Habe ich eine weitere Mission frei. Aber erstmal geht es bei Mika weiter. Mit Mika hat man ja immer Spaß gehabt. Immer schöne Schießereien. Ja. Da braucht man nicht lange Fackeln. Oh oh, 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 Überfall. Ja, legt euch nicht mit Arthur an. Kommt da von oben der Schuss? Ich sollte den Dead Eye-Modus auch ein bisschen besser nutzen, ne? So, die sind da. Den habe ich auch noch und jetzt der letzte. Nix, hau ab. Mit gehangen, mit gefangen, ey. Lass mich doch nicht überfallen und lass einen fliehen. Auf der anderen Seite sagt mir ja so, lass immer einen entkommen, ne? Damit du den von mir erzählen kannst. Ich mache hier keine Gefangenen mehr. Ich werde die auf jeden Fall alle ausrauben, weil es könnte sein, dass die eventuell was Interessantes dabei haben. Die haben auf jeden Fall gut Lobby dabei. Ich meine, 4 Dollar, der eine 4 Dollar, ne? Gut, der jetzt nur 2,54, ne? Aber das hat sich gelohnt. So, Niklas, komm her. Apropos, der heißt jetzt Sir Niklas, ne? Ich habe ja gesagt, ich nehme meine Pferde nach meinen Abonnenten. Ach, Abonnenten, Followern. Das heißt, das nächste Pferd wird einen anderen Namen tragen. Habe ich so beschlossen. Das wollte ich nicht. Also auf jeden Fall werde ich in den Stall müssen und dann nochmal einen Namen ändern. Denn ich habe, glaube ich, das eine Pferd ja noch frei, ne? Das liebe ich eigentlich so an Red Dead, ne? Also das ist ja... Dass diese riesige Welt, die man hat, so lebendig ist. Wenn man mal überfahren wird, mal auf irgendwelche Blinden trifft, hier. Ja gerne, ich würde gerne helfen, aber irgendwie... Help a blind man. Ja gerne. Okay, here you are.
Be warned, sir. Do not slumber too deeply, for the man with no nose is coming for you. Well, okay then. Der Mann ohne Nase kommt, um mich zu holen. Es gibt nur einen Mann ohne Nase, den ich kenne und der böse ist. Das ist Lord Voldemort. Und der wird bestimmt nicht kommen. Nicht in dieser Welt. Streng genommen dürfte er noch gar nicht geboren sein. Aber das ist natürlich jetzt... Ah, Spalterei. Nee, heute habe ich Sorge, ne? Ach krass, da eine Kopfleuchte. Ich wusste gar nicht, dass sie damals schon gab. Dass es damals schon Kopfleuchten gab. Das ist ja cool. Damals habe ich mir eine geholt. Also ich habe jetzt... Ich habe jetzt eine Kopfleuchte. Also jetzt hier, die benutze ich immer morgens. Aber dass es die schon vor über 100 Jahren gab, überrascht mich gerade. So, Mika, wo finde ich dich denn? Nur zu Besuch. Okay. So einen Mantel brauche ich auf jeden Fall auch noch. What is your problem, partner? You don't look so good. What is wrong with you? Nothing wrong with me. I'm fit as a fiddle. And I inside you ain't. I'm just a realist, friend. Michael reckons there's a rat. Oh, does he? On what evidence? He's only back a minute. Pinkerton show up. We've been on the run since you two fools went crazy in Blackwater. We barely escaped with our lives in Saint Denis. Now we got a rat. Well, Molly clearly talked, but who else? Maybe we pushed things too hard. Maybe time for folks like us is past. We don't need a rat. We got sloppier than the town drunk, and they know who we are and where we are and what we're doing. Way I see it, best thing we can do is let the week go. Move on, get our money, and start over. That ain't happening. Well, something's gotta happen, and fast. Otherwise, Cornwall, them Pinkertons, they've got us penned in here, and ain't none of them stopping. Well, Cornwall's why we're here. Shall we, Dutch? Yeah, it's time to go. Let's head to the river. Oh, leave Cornwall alone. He ain't... We need money, but revenge? Now? Of course it's for money. Come on, Arthur. This better not be no stupid revenge mission, Dutch. It ain't worth it. Don't be ridiculous. Oh, Arthur, it's just a simple social call. Wie gesagt, ich mag den Mika, aber ich muss erstmal diese Markierung wegmachen, weil die nervt mich gerade. So, das gefällt mir schon besser. What are we gonna say to him that needs to be said? He has been hunting us since Valentine. He is the reason that Hosea got killed. His sugar business is destroying the people of Guarma. This town, Arthur, it's his town. He bought it just to destroy these folks. His sugar, his oil, his law. These are wrongs that you can't right, Dutch. We're wanted men. So why did you go for John against my wishes? I didn't want him hanged. Neither did I. We're gonna cut a deal, Arthur. What are you talking about? We want out, and Cornwall wants us to stop robbing him, and we all know his money is what's keeping the Pinkertons on our tail. He's America, Arthur. And I want out. And he won't let us go. This ain't making a lot of sense, Dutch. It will, son. It will. A deal, some noise, and then we're gone. Ich frage mich gerade, wohin wir gehen hier. Ich meine, wir nehmen jetzt Rache, aber wieso gehen wir zum... Gehen zu einem Boot. Get down behind these crates so no one sees us. Wir verstecken uns unter einer Leuchte. Macht Sinn.
Ich hätte die Birne ja wenigstens rausgeschraubt, ne? Und die haben jetzt bis zum Tagesanbruch da gewartet. Thank you for your hospitality, Mr. Cornwall. This was a business meeting, Mr. Milton. We are not friends. I have spent a considerable fortune with your agency, and still nothing. This Vanderlyn robs me and laughs at me. I asked for the best. I paid for the best. We are very close, Mr. Cornwall. I know you've heard this before. Chance, sir. Send a telegram to Goldberg in New York. Tell him I won't borrow it more than 3.2%. Sorry, no, I have heard it before. And get that army man to pay his portage charge. Yes, sir. We are doing all we can within the confines of the law. The law? I think we both know what you can do with your law. Find me Dutch Vanderlyn. Bring him here and leave the laws to them as need them. Good day, sir. Come along, Mr. Ross. We have work to do. Mr. Didsbury. Mr. Cornwall. Now listen up, Didsbury. What's all this about strikes? I bought into this mine because of mismanagement. And I intend to make it a success, no matter what the cost. It's the wages. Folk feel Folk that you... feel? Business doesn't give two figs about feelings, sir. Not two figs. It's a nonsense that will bring a plague on both our houses, sir. Perhaps there is a plague on your house already, Mr. Cornwall. What do you want, sir? I'm not quite sure just yet. Your impudence will be your undoing, sir. I'm undone already. Even my best friend here, he thinks I'm crazy. And like this poor fellow you are talking to, my feelings are hurt. You robbed me, sir. And you robbed him. Funny world. You show a criminal's grasp of sophistry, sir. I did no such thing. You kill. I kill. You rob. I rob. Only difference I can see is I choose whom I kill and rob. And you destroy everything in your path. I've heard just about enough. I'll tell you what. You give me this ship, $10,000, and safe passage out of here, I'll let you live. immer hoch ansetzen in der Verhandlung. I'll do no such thing. You sure? Good. I prefer it this way. You lost your man! Noise, Arthur! Noise! Das wollte ich nämlich unbedingt mal ausprobieren. Hallo. Aber jetzt erstmal ohne Dead Eye. Weil ich habe nämlich mal rausgefunden, für Google Play genau die Dead Eye Funktion, wie das Dead Eye genau funktioniert, weil das hatte ich nämlich vergessen. Deswegen wollte ich es gerade mal ausprobieren. Patsch! Auf jeden Fall mit der Schießerei klappt es mir besser. Follow me and stay close. Up ahead!
There's more of them. Was läuft denn hier durch, ey? Kohle, ne? You said this wasn't a revenge mission. It wasn't. We got what we came for. Oh Mann, ey. So, ich muss in Deckung gehen, dann kann ich es besser. Moderne Bänder, finde ich. Ich finde das wirklich modern. Okay, die dauert mir zu lange im Nachladen. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ich weiß echt nicht, was er gemacht hat. Also ich habe auf den gezielt und wollte schießen. So. Der hat aber nicht geschossen. Der ist auf den Zug gerannt und dann ist er umgekippt. Dann wollte ich aufstehen, aber irgendwie ging das auch nicht. Warum hat er auch wieder diese Langwaffe ausgegeben? Die ist total langsam im Laden. Klappt nicht immer alles direkt, ne? Hauptsache. Ich muss gar nichts machen. Die schießen ziemlich gut. On the left. Mensch, ey. Das ist mir auch wert übrig hier. Grafikmäßig sieht es ja mal wieder top aus, ne? Also, einfach nur cool gemacht. Well, we all okay? Interesting social call. Oh, don't play dumb and superior at the same time, Morgan. We all knew, sooner or later, Cornwall had to go. Let me see them papers. It's more attention we don't need. Feels like the whole world's closing in on us. Dutch, it won't be long before they find where we're hiding out now. Especially as we ain't exactly hiding out. We just need a distraction. Buy us some time.
It looks like Mr. Cornwall's company has signed a railroad contract with the army. And they're also moving dynamite down from, well, the Annisburg mines to Saint-Denis to resell. And there's bonds at his oil factory. Maybe there's a way to get them off our back and get the money that we need. Mike, you look into this dynamite. Take Bill, I guess. Arthur, you go too. We are gonna need a lot of it. And Mike, we need to talk. Figure out some things. Of course, boss. Figure out what? The plan. Getting out of here. Nothing's changed. It hasn't, huh? There's an old house west of Van Horn. Meet me there when you can, Black Lung. Let's split up. We'll meet up back at camp. Yeah. This is crazy. Also der Arthur, der sieht auch mittlerweile ziemlich mitgenommen aus. Auch die Augen von denen. Ich meine, das kann ja auch durch die Krankheit kommen, ne?